EA Bomb Productions. EA Poe Productions liest Sagen der Gebrüder Grimm. Heute die Ahnfrau von Rantzau. In dem holsteinischen adligen Geschlecht derer von Rantzau geht die Sage, einesmals sei die Großmutter des Hauses bei Nachtzeit von der Seite ihres Gemahls durch ein kleines Männlein, so ein Laternlein getragen, erweckt worden. Das Männlein führte sie aus dem Schloss in einen hohlen Berg zu einem kreisenden Weib. Selbiger legte sie auf Begehren die rechte Hand auf das Haupt, worauf das Weibchen alsbald genas. Der Führer aber führte die Ahnfrau wieder zurück ins Schloss und gab ihr ein Stück Gold zur Gabe, mit dem Bedeuten, daraus dreierlei machen zu lassen. 50 Rechenpfennige, einen Hering und eine Spille, nach der Zahl ihrer dreier Kinder, zweier Söhne und einer Tochter. Auch mit der Warnung, diese Sachen wohl zu verwahren, ansonsten ihr Geschlecht in Abnahme fallen werde. Die neuvermählte Gräfin, welche aus einem dänischen Geschlechte abstammte, ruhte an ihres Gemahles Seite, als ein Rauschen geschah. Die Bettvorhänge wurden aufgezogen, und sie sah ein wunderbar schönes Fräuchen, nur Ellenbogen groß, mit einem Lichte vor ihr stehen. Dieses Fräuchen hub an zu reden. »Fürchte dich nicht, ich tue dir kein Leid an, sondern bringe dir Glück, wenn du mir die Hilfe leistest, die mir Not tut. Steh auf und folge mir, wohin ich dich leiten werde. Hüte dich, etwas zu essen von dem, was dir geboten wird. Nimm auch kein ander Geschenk an, außer dem, was ich dir reichen will, und das kannst du sicher behalten.« Hierauf ging die Gräfin mit, und der Weg führte unter die Erde. Sie kamen in ein Gemach, das flimmerte von Gold und Edelstein und war erfüllt mit lauter kleinen Männern und Weibern. Nicht lange, so erschien ihr König und führte die Gräfin an ein Bett, wo die Königin in Geburtsschmerzen lag, mit dem Ersuchen, ihr beizustehen. Die Gräfin benahm sich aufs Beste, und die Königin wurde glücklich eines Söhnleins entbunden. Da entstand große Freude unter den Gästen. Sie führten die Gräfin zu einem Tisch voll der köstlichsten Speisen und drangen in sie zu essen. Allein, sie rührte nichts an, ebenso wenig nahm sie von den Edelsteinen, die in goldenen Schalen standen. Endlich wurde sie von der ersten Führerin wieder fortgeführt und in ihr Bett zurückgebracht. Da sprach das Bergfräuchen, »Du hast unserem Reich einen großen Dienst erwiesen, der soll dir gelohnt werden. Hier hast du drei hölzerne Stäbe, die leg unter dein Kopfkissen, und morgen früh werden sie in Gold verwandelt sein. Daraus lass machen aus dem ersten einen Hering, aus dem zweiten Rechenpfennige, aus dem dritten eine Spindel und offenbare die ganze Geschichte niemandem auf der Welt, außer deinem Gemahl. Ihr werdet zusammen drei Kinder zeugen, die die drei Zweige eures Hauses sein werden. Wer den Hering bekommt, wird viel Kriegsglück haben, er und seine Nachkommen. Wer die Pfennige, wird mit seinen Kindern hohe Staatsämter bekleiden. Wer die Kunkel, wird mit zahlreicher Nachkommenschaft gesegnet sein.« Nach diesen Worten entfernte sich die Bergfrau. Die Gräfin schlief ein, und als sie aufwachte, erzählte sie ihrem Gemahl die Begebenheit wie einen Traum. Der Graf spottete sie aus. Allein, als sie unter das Kopfkissen griff, lagen da drei Goldstangen. Beide erstaunten und verfuhren genau damit, wie ihnen geheißen war. Die Weissagung traf völlig ein, und die verschiedenen Zweige des Hauses verwahrten sorgfältig diese Schätze. Einige, die sie verloren, sind verloschen. Die vom Zweig der Pfennige erzählen, einmal habe der König von Dänemark einem unter ihnen einen solchen Pfennig abgefordert, und in dem Augenblick, wie ihn der König empfangen, habe den, so ihn vorhergetragen, in seinen Eingeweiden heftigen Schmerz gespürt.
Nach einer mündlichen Erzählung erhielt die Gräfin eine Schürze voll Späne, die sie in das Kamin wirft. Morgens, wo ihr das Ganze wie ein Traum vorkommt, schaut sie in das Kamin und sieht, dass es lauter Gold ist. In der folgenden Nacht kommt das Fräuchen wieder und sagt ihr, sie solle aus dem Gold dreierlei machen lassen: eine Spindel, einen Becher und ein Schwert. Wenn das Schwert schwarz werde, so sterbe einer in der Familie durch ein Schwert, und wenn es ganz verschwinde, so sei er von einem Bruder ermordet. Die Gräfin lässt die drei Stücke arbeiten. In der Folge wird das Schwert einmal schwarz und verschwindet dann ganz. Es war ein Graf Rantzau ermordet worden und, wie sich hernach ergab, von seinem Bruder, der ihn nicht gekannt hatte.